Bist du das? Geht sie auch ans Telefon? Ha! Was ist denn das für ein Lärm? Bei meinen Schwanzfedern, die fällen ja eine Tanne. Sind die verrückt geworden? Das darf man doch immer nur an Weihnachten machen. An Weihnachten? Na. Kra, was machst du denn hier? Ist es dir heute nicht zu kalt? Kra, warum hast du mir nichts gesagt? Morgen Abend ist Heiligabend. Weihnachten! Kra? Wieso hetz ich mich nur so ab? Ich hab keine Ahnung. Ach ja, wegen Weihnachten. Ja, ja, klar, jetzt weiß ich's wieder. Morgen ist Heiligabend und stell dir vor, ich hab noch kein einziges Geschenk für mich. Wolltest du nicht eher sagen, für mich? Oh, nein, nein, für mich. Hä? Für dich? Soll das etwa bedeuten, du schenkst an Weihnachten nur dir selbst was, Kra? Natürlich, was soll ich denn sonst machen? Ich würde doch nie von jemand anderem Geschenke kriegen. Ich muss jetzt los. Entschuldige, ich muss dringend nach Hause. Was machst du denn? Ich fürchte, Kra hat noch nicht ganz verstanden, wie das so geht mit den Weihnachtsgeschenken. Kra, ein Lego-Baustein. Ich wette, der wird mir Spaß machen. Was haben wir denn hier Interessantes? Ein Stück alte Wurst. Ein wunderbares Geschenk. Was haben wir denn da noch alles? Ah, wie soll ich denn das nur aushalten bis morgen? Kra, es ist ja immer noch Nacht. Ah. Geht so schneller? Hä? Auch nicht. Warten, 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 warten. Warten, 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 warten. Warten, 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 warten. Ich kann einfach nicht mehr länger warten. So lang hab ich gewartet. Hallo, Kra. Ich wünsche dir fröhliche Weihnachten. Ach, Weihnachten. Das ist vorbei, aus und vorbei. Ich habe heute Nacht schon all meine Geschenke ausgepackt. Das ist ja schade. Ja, aber das war noch gar nicht das Schlimmste. Geschenke von sich selbst zu bekommen ist langweilig. Da hat man doch gar keine Überraschung. Armer Kra. Kra! Mama Mu! Ich bin doch schon da. Wer soll denn da jetzt noch kommen? Bei meinen Schwanzfedern! Was wollen die denn hier? Weißt du, Kra, das ist so. Es gibt da ein kleines Geschenk, das du bisher noch nicht bekommen hast, weil es eine Überraschung sein soll. Hey, schön die Augen zulassen. Etwas Geduld musst du noch haben, Kra. Also, ich zähle jetzt bis drei und dann kannst du deine Augen aufmachen. Und eins, zwei, drei. Mein Baum, der hat ja lauter Lichter. Überall leuchtet und glitzert es in allen Farben. Weihnachten auf meinem Baum. Es freut mich, dass es dir gefällt. Ich find's auch schön. Die Hennen haben mir dabei geholfen. Ich bin so überwältigt. Ich glaube, ich falle in Ohnmacht. Ich würde euch Hennen gern meine tiefste Dankbarkeit aussprechen. Und für dich, Mama Mu,
Naja, kra, wie soll ich sagen? Also, ich habe für dich auch ein Weihnachtsgeschenk. Noch nicht die Augen aufmachen. So, eins, zwei, drei. Und Augen auf. Ich wünsche dir fröhliche Weihnachten. So, eine schöne Glocke, die gefällt mir. Ach, genau so eine hatte früher mal meine Oma. Wie lieb von dir. Gern geschehen, Kra. Ich habe sie im letzten Sommer ganz zufällig auf der Wiese da drüben gefunden. Also, ich habe mal gehört, Krähen machen an Weihnachten nur sich selbst Geschenke und niemand anderem. Also, wenn du einem guten Freund ein Geschenk machst, ist es viel schöner als ein Geschenk für dich selbst. Das war aber schön, was du da gesagt hast, Kra. Ja, ja, ja. Okay, kommst du? Gern. Klappt doch nicht so ganz. Kra! Mach's gut, ich muss nach Hause. Bis morgen. Bis morgen. Komm, probieren wir's auch. Na komm, trau dich. Hey, mach doch auch mit. Toll machst du das Eis, Prinzessin.